Komm schon, komm schon, komm schon. Nerd. Mittagsentchen. Nerd. Guten Mittag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Thief. So, wir hatten jetzt einen extrem chaotischen Einstieg bei zu Baron, nee, Quatsch, nicht Baron Northcrest, sondern zu dem Eastwick, dem Architekten. Okay, das war jetzt eine recht bescheuerte Odyssee, aber war gut, was soll's. Jedenfalls stehen wir jetzt vor seiner Tür. Das Wetter schlägt um. Jetzt hauen wir den mal einfach weg. So, das Licht. Nein. Oh, ich wollte das Licht ausmachen. Aber gut, okay. Sieh an, was haben wir denn da? Aber das ist auch in Ordnung. Der Überfluss an Leere. Montonessis Hof. Auf die Rückseite. Auf der Rückseite sind mit dünner Füllerlinie verrückte Worte gekritzelt. Ränke führen zu vielerlei rostbraunen Abenteuern. Frisch geernteter Mais verschafft das befriedigendste Gefühl. Was? Ja. 100 pro. Also locker. Aber den Typen lassen wir jetzt da nicht einfach mal dumm rumliegen, sondern den tun wir da ein bisschen in die Ecke, damit er nicht gleich entdeckt wird. Ach, der war müde. Ach, schade. Ich dachte, der hockt sich vielleicht hin. So, dann... Oh. Oh, das ist ja doofi. Da komme ich ja gar nicht rein. Das hat ja nicht mal ein Schlüsselloch und gar nichts. Okay, blöd, dann muss ich ja doch wieder runter. Ah, ja, aber hier haben wir einen Plan. Der uns nichts bringt. Das ist wunderschön. Hauptsache, da ist ein Plan. Okay. Hatten wir nicht eine Map? Wir hatten doch eine Map. Oh, wir haben eine Minimap. Lol. Okay, cool. Das wusste ich nicht. Moment, wo? Karte. Wahnsinn. Kann ich vielleicht ein Stockwerk weiter runter oder so? Nein, kann ich nicht. Das ist wahnsinnig gut. Okay, dann brauche ich einen anderen Weg, um zu denen reinzukommen. Das ist natürlich sehr vorteilhaft. Das wusste ich nicht. Okay, das ist außen. Keine Ich mache jetzt mal schnell die Kerze da aus. Schnell meinte ich eigentlich. Ist denn dieser Kerle draußen? Nee, der ist gar nicht mehr hier. Toll, das heißt... Boah, raus aus dem Licht. Das heißt, der geiert hier irgendwo innen rum. Das ist natürlich echt super kacke. Höchst unvorteilhaft für uns. Okay, geiert hier irgendwo einer rum? Nein, machen wir schnell... Nein, das Licht aus, Menschenskinder. Okay, bringt uns dieser Plan etwas? Nein, er bringt uns auch nichts. Das ist der Sau nervig. Ups. Harte Zeiten. Bestimmt. Hoffentlich ist das nicht die Schwermut. Nee, keine Sorge. Okay, wie komme ich denn da jetzt an den Typen ran? Ich fühle mich nicht besonders. Das ist ja doof. Jetzt habe ich gedacht, ich könnte damit die Folge anfangen, dass ich da einfach nein. Latsch. Aber das hat ja leider nicht funktioniert. Das schnappen wir uns mal. Und wo ist denn die Kerze? Man kann den Fluss bis hier riechen. Gibt's einen Lichtschalter? Nein, natürlich nicht. Warum sollte es auch?
Ach, das ist diese Madame irgendwas. So. Ich speichere mal kurz, weil ich will doch ganz gern mal versuchen, ihren Ohrring zu klauen. Jede Nacht derselbe Albtraum. Hihi. Cool. Oh, na da schau an, hier ist ja ein Tresor. Ist hier noch irgendwas anderes? Okay. Da machen wir uns doch gleich mal ran. Oh, oh, ist das ein winziger Punkt, den man anwählen kann. Komm, komm, komm. Zack. Da war der nächste. Ganz feine Rührarbeit ist es hier. Gut, das hat geklappt. Hoffentlich bemerkt das jetzt keiner. Okay, gut. Edelstein besetztes Ei, 100 Gold, sehr, sehr geil. Die Straßen sind nicht mehr sicher. Okay, dann machen wir das mal wieder zu hier. Nicht damit es wieder heißt, huch, ja wie ist denn das jetzt passiert, dass das schon offen ist, bla bla. Was kommt als nächstes? Ich weiß nicht, Apokalypse. Okay. Überall Ratten. Oh oh. Den Kronleuchter könnte ich eigentlich auch mal wieder runterdetschen lassen, aber ich weiß nicht, inwiefern das was bringen tut. Oh nein, oh nein, bitte. Okay, das war wieder eine knappe Geschichte. Aber ich kann mich nicht richtig umgucken, weil ja die ganze Zeit dieser Holz da rumläuft. Ich glaube, den bumpe ich jetzt einfach um. Weil wir es können. Kann ich den eigentlich da reinstecken? Schade, das geht nicht. So, wo schleife ich den guten eigentlich? Oh, den hätte ich doch da eigentlich in die dunkle enge Ecke stecken können. Da ist doch auch Schatten, oder? Hier ist kein Schatten. Warum sollte da auch Schatten sein? Wäre ja nur von Vorteil. Aber es macht nichts. Das macht nichts. Ich habe schon eine lustige Idee eigentlich. Ja, ich weiß, hier ist Licht. Aber hier ist auch was anderes. So. Nein, schmeißen. Du sollst ihn schmeißen. So wie sonst halt auch. Ach, Kacke. Na gut, dann schmeißen wir ihn doch lieber in den Schatten. Ich dachte, das wäre vielleicht lustig. Wenn der in der Badewanne kopfüber drin liegt, aber das ist nicht passiert. Okay, hier geht ja keiner vorbei. Da können wir ihn hinschmeißen. So. Ja, bestimmt. Jetzt brauche ich aber trotzdem noch einen Weg, um in das Büro zu kommen. Und der ist vielleicht... Hä? Nein. Der ist dann wohl unten. Ich sollte nicht noch mehr Muskeln zulegen. Dieses Leder ist ohnehin schon eng genug. Oho. Da wäre wieder eine Kronleuchte-Action, aber das ist dann trotzdem doch etwas laut. Diese verdammte Stadt. Okay.
Ist hier noch eine Wache? Nein. Was ist nur aus dieser Stadt geworden? Was zum? Da war nichts. Hallo? Ist hier jemand? Nein, nein. Da ist keiner. Bestimmt nicht. Warum speichert denn der jetzt? Ist hier ein automatischer Speicherpunkt. Komm vorbei. Ich bin Wachmann. Was glaubt er, was er da tut? Tja. Was glaube ich wohl? Ich glaube, ich hätte doch lieber den Kronleuchter runterballern lassen sollen, weil jetzt guckt er wahrscheinlich das wieder. Das wird eine lange Nacht, wenn er zurückkommt. Jodala. Ups. Ich glaube, ich warte nochmal, bis er hier wieder vorbeigelatscht ist. Und dann haue ich ihm über die Rübe. Weil da gab es so einiges, was ich noch einsammeln wollte. Und da ist er einfach im Weg. Alter, was ist das für ein Pissdreck, Mistkack? Doch, kann ich. Siehst du, wie ich das kann? So. Jetzt kommt Kronleuchter-Action. Jetzt reicht's, Leute. Jetzt reicht's. Wo bist du? Oh, perfekt. Am Arsch, du Pisser. Ach, sorry, Leute. Aber ich war jetzt gerade etwas gereizt. Ein geheimer Eingang? Jedenfalls habe ich den Meister schon oft hier reingehen sehen. Und als ich nach ihm sah, war der Raum leer. Habt ihr ihn denn nie nachspioniert? Natürlich nicht. Das steht mir nicht zu. Kommt schon, Mutter Mulberry. Ihr redet, als wärt ihr eine Adlige. Wenn ihr dann fertig seid, ich muss weiterpacken. Schon gut, macht nur. Ich sehe mir den Raum mal an. Geheimer Eingang? Der kommt wie gerufen. Das ist natürlich richtig chillig. Alter, was machst du für Geräusche? Euer Meister Eastwick hat was zu verbergen. Sonst würde er sich nicht in seinem Zimmer einschließen. Ich verstehe auch nicht, warum er sich der Wache widersetzt. Okay, aber da unten war ganz viel Glitzerzeug und ich will Glitzerzeug. Außerdem war da unten eine Truhe. Ach ja, halt die Fresse, dich hört eh keiner. So. Was haben wir denn hier? Hä, was war denn das jetzt für eine Verspackung? Eine Verspackung? Interessante deutsche Sprache. Halt die Waffel. So, ist hier jemand? Ich wollte keine Revolution. Ich hatte ein schönes Leben. Was soll ich jetzt machen? War das der Koch? Oh, Inventar voll. Meister Eastwick macht es richtig. Ich sollte mich in den verdammten Keller einsperren. Mach doch. Okay. Das war's dann mal. In den Keller folgen wir ihm nicht. Geht's hier raus? Ah, hier ist so ein Vorraum. Na gut. Der interessiert uns jetzt aber nicht. Ah ja. Man hört das Pendel, obwohl da eigentlich gar nichts wackelt. Auch gut. Aha.
Schauen wir mal da rein. Hallo. Jemand zu Hause? Sehr schön. Machen wir hier mal zu und das Licht aus. Das braucht kein Mensch. Schnauze. Sehr schön. Brieflein. Ein Brieflein. Madeleines Brief. Theodore, dein Verschwinden aus der Bibliothek mag das Personal amüsieren, aber ich finde deine Tricks ermüdend. Du hast noch nie ein echtes Buch gelesen, geschweige denn die Fälschungen in deinem Privatregal. Wenn du mir schon aus dem Weg gehen möchtest, könntest du mir wenigstens etwas Mühe... Was könntest du dir wenigstens etwas Mühe geben? Okay. So, das war's schon. Alles klar. Dann gucken wir doch mal. Ups. Warum kann ich denn das nicht aufheben? Ja, gut, der Koch ist mir jetzt da eigentlich ziemlich bumbel. Was jetzt eigentlich eher interessant ist, ist hier. Nein. Nein. Jetzt ist der Koch hier hochgerannt. Willst du mich verarschen? Gehst du bitte? Ich meine, gehst du bitte einfach? Geh weg. Ich will dich nicht umhauen. Geh einfach. Ist die Luft rein? Ist er weg? Ja, bestimmt. Oh, oh. Wieder einpacken. So, jetzt alle. Hilfe! Hier ist irgendwer! Wachen! Okay, sehr schön. Ich verrate euch nicht. Versprochen. Ist kein Ding. Gute. Leo, Jan, lasst mich leben! Wow, das war knapp. Ich glaube, gerade genau hinter uns war nämlich die Wache. Somit belassen wir es mal dabei. Somit vielen Dank fürs Zugucken. Wir haben es geschafft, in den Geheimgang zu kommen. Wir werden morgen wohl Eastwick in den Arsch treten können. In seinen Hintern treten können. Und somit, ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen wieder. Adios! Guten Morgen, Mittag, Abend oder Tag im Allgemeinen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem der Fall ist, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch weitere Let's Plays gucken wollt, ich habe noch ein paar Retro-Spiele im Repertoire. Und zu denen kommt ihr, wenn ihr auf das Retro-Morgen-Logo klickt, was hinter der Couch da hervorlugt. Wenn ihr zur Let's Play-Liste, genau, kommen wollt, dann klickt auf die Gedankenblase, wo das Mittags-Action-Logo ist. Und ja, das war's dann so von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis morgen.